Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich will heute nochmal auf eine Community-Frage eingehen vom Christian Siebert, die zum Thema Stiftung, die insbesondere auch an den Sascha Drache adressiert, weil ich will allerdings gerne nochmal kurz was aus Banken- oder Finanzierersicht dazu sagen. Also Christian, erstmal vielen Dank auch für deine Frage wieder und dass du uns an deinen Gedanken teilst. Also die Frage bezüglich Familienstiftung und Immobilien, insbesondere an den Experten Sascha Drache. Ausgangssituation: Stiftung hat durch Bankdarlehen Immobilie gekauft. Das Bankdarlehen kann durch den Ausfall der Mieteinnahmen nicht mehr gedeckt werden. Was passiert in diesem Fall? Also grundsätzlich ist natürlich eine Überlegung, die man mal in den Raum stellen kann. Ich würde sagen, die Antwort hängt ganz maßgeblich davon ab, ob dieses Problem jetzt mit den fehlenden Mieteinnahmen, ob das temporärer oder struktureller Natur ist. Grundsätzlich ist ja, das ist meine persönliche Empfehlung, das ist übrigens auch das, worauf Banken achten, insbesondere in der Darlehensvergabe. Banken haben immer die Idee, dass auch nach Auszahlung des Darlehens ungefähr 10% des ausgeliehenen Kreditbetrages irgendwo noch als Liquidität oder als kurzfristig liquidierbare Anlagen vorhanden sind. Sprich, wenn du jetzt mit deiner Immobilie, wenn du mit deiner Stiftung jetzt eine Immobilie für eine Million kaufst und die Millionen auch voll finanzierst, dann sollten irgendwo mal noch 100.000 Euro verfügbar sein. Nicht unbedingt alles in Cash, also es erwartet jetzt auch niemand üblicherweise, dass du 100.000 Euro irgendwo auf ein Konto legst und zuguckst, wie dir da Inflation und Negativzinsen irgendwie in die Kekse greifen, aber es sollte zumindest irgendwie was da sein, was man zu Cash machen kann. Wenn jetzt in dem zugegebenermaßen unwahrscheinlicheren Fall, gerade bei einer neu gegründeten Stiftung, dass das Immobiliendarlehen gewährt wird, ohne persönliche Bürgschaft jetzt von dir beispielsweise als Stiftungsvorstand, dann müsste diese Cash-Reserve halt irgendwo dann auch in der Stiftung vorhanden sein. Da muss man aber natürlich drüber nachdenken, ob das in jedem Fall unbedingt so gewollt ist. Oder die sehr viel wahrscheinlichere Variante aus meiner Sicht, gerade bei einer neuen Stiftung, dass dann halt irgendwo eine persönliche Bürgschaft mit vorhanden ist, dann achtet der Banker halt drauf irgendwie, dass diese Mindestreserve irgendwo in deinem Anlageuniversum noch vorhanden ist. Also wie gesagt, grundsätzlich schaut die Bank, bevor sie ein Darlehen vergibt, ob es da irgendwelche Reserven gibt, die halt das Thema temporäre Engpässe abfangen können. Wenn das so ist, dann ist das ja erstmal sehr gut. Entweder hat die Stiftung dann Geld auf dem Konto, mit dem sie den Mietausfall irgendwie begleichen kann. Oder halt die Stiftung hat dann vorübergehend keine Kapitaldienstfähigkeit und keine Reserven. Dann musst du selber halt die Stiftung idealerweise irgendwie bezuschussen, temporär, und schauen, dass die nicht in die Binsen geht. Weil wenn es in die Binsen geht und du eine persönliche Bürgschaft unterschrieben hast, dann kommt ja die Bank eh zu dir und holt sich das Geld. Nur ist es dann halt, wenn erst dieser ganze Weg über Vollstreckung und so weiter gegangen wird, dann ist es halt für alle Beteiligten sehr viel teurer und sehr viel unangenehmer. Und grundsätzlich ist es ja so, es ist ja egal, ob du eine Immobilie privat hältst, ob du die in einer Kapitalgesellschaft hast, ob du die in einer Stiftung hast. In dem Moment, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt mit der Rückzahlung, dann ist der ideale Weg immer, dass du dann zur finanzierenden Bank gehst und sagst, hier, es ist jetzt das und das Problem, das wurde dadurch verursacht, hier habe ich meinen Plan, wie die ganze Sache zu heilen ist. Sprich, du brauchst ein bisschen Zeit für eine Neuvermietung oder keine Ahnung, irgendeine Sanierung, da ist irgendwas schiefgelaufen, so die Handwerker hauen ab und ist alles halb fertig, du musst neue suchen und hast da aber schon wen, du hast irgendeine Idee, wie es geht, die musst du halt der Bank kommunizieren.
Weil man muss eins verstehen, Banken haben ja das Interesse, möglichst stressfrei Zins und Tilgung zu vereinnahmen. Deswegen ist auch immer so ein bisschen diese Denkweise, was guckt die Bank überhaupt nach meiner Bonität? Die haben doch die Immobilie als Sicherheit oder die trägt sich ja selber. Deswegen ist das alles so ein bisschen Murks. Die Banken will keinen Ärger haben und will schon gar nicht Sicherheiten verwerten müssen. Weil wenn du mit deiner Immobilienfinanzierung in Schieflage gerätst, egal wer jetzt Eigentümer und Kreditnehmer ist als Vehikel, du gerätst in Schieflage, es werden irgendwelche Raten nicht bezahlt. Als erstes muss der Banker dich anrufen, dann muss er dir einen Brief schreiben, dann muss er dich zum Gespräch einladen und Gespräche führen. Und wenn das Ganze vor den Baum geht, dann muss er das seinen Vorgesetzten erklären, warum jetzt ein Kredit, den er gemacht hat, in die Binsen geht. Dann muss jemand zum Amtsgericht laufen und es muss ein Gutachter beschäftigt werden, der Vollstreckungsprozess. Es muss eventuell Zwangsverwaltung geben und dann den Versteigerungstermin und dann muss die Immobilie, dann muss die ganze Abwicklung gemacht werden. Es ist für die Bank ein riesiger, riesiger Rattenschwanz, auf den kein Mensch Bock hat. Deswegen ist eine Bank immer oder auch der einzelne Banker sehr interessiert, wenn ein Kreditnehmer zu ihm kommt, aktiv auf ihn zugeht und sagt, hier, ich habe hier das und das Problem. Ich will es aber lösen mit Bezuschussung aus anderen Sachen, mit vielleicht mal irgendwie einer vorübergehenden Reduzierung der Tilgung oder wie auch immer. Der Banker wird immer das Interesse haben, das Problem mit dir zu lösen, damit der ganze Aufwand nicht zu groß wird. Also deswegen, wenn du, also die erste vorbeugende Maßnahme ist Immobilien kaufen, die jetzt eher nicht Gefahr laufen, in eine Unterdeckung zu kommen, jedenfalls nicht dauerhaft, genügend Cash vorhalten. Wenn das alles nicht hilft, dann auf die Bank zugehen und gemeinsam mit denen eine Lösung finden. Weil ansonsten, wenn es halt keine Lösung gibt oder du nicht mit der Bank eine Lösung erarbeitest, wird halt die Bank dir erst ewig mit Anrufen, Briefen und Gesprächen auf die Nerven gehen. Dann werden sie die Immobilie oder das Immobiliendarlehen, welches ja mit einer erstrangigen Grundschuld besichert ist, werden sie das verwerten. Und dann wird es halt irgendwie richtig übel, weil angenommen, du hast jetzt für eine Million gekauft, hast 30.000 getilgt. Sind dann noch 970.000 offen, dann geht aber der ganze Ärger los mit Zwangsverwaltung und Zwangsverwertung und Verfahrenskosten und dann die Restschuld plus die Verfahrenskosten, die Bank hat, die sie natürlich auch bei dir eintreiben will, steigen dann wieder über 1 Million und es kommen aber bei der Versteigerung nur 1 Million raus, dann ist da ja immer noch ein Fehlbetrag. Dann wird die Bank halt in letzter Konsequenz die persönliche Bürgschaft bei dir ziehen und dann in dein Privatvermögen vollstrecken. Und das ist ja nun die Variante, die halt keiner so richtig will. Kleine Anmerkung noch zum Thema persönliche Bürgschaft. Das könnte man tun, ich empfehle es aber nicht, es so zu machen. Du kannst natürlich, wenn du jetzt irgendwie eine Immobilie kaufst mit einer GmbH oder mit einer Stiftung oder mit einer Genossenschaft oder weiß der Geier was du halt für zweckmäßig erachtest, bleiben wir bei dem Beispiel für 1 Million, dann kannst du natürlich mit der Bank vereinbaren, okay, finanziert mir die Millionen oder vielleicht auch 1,1 Millionen, also mit Kaufnebenkosten, wenn du eine gute Bonität oder weitere Sicherheiten hast. Dann kannst du gegebenenfalls mit der Bank vereinbaren, dass du sagst, okay, von der 1 Million, der harte Beleihungswert, 60% Beleihung sind 600.000. Für 600.000 Darlehen haftet die Immobilie alleine als Realkredit und eine persönliche Bürgschaft unterschreibe ich nur für die 400 bzw. 500.000. Die halt nicht durch harten Beleihungswert abgesichert sind, die gegebenenfalls mal im Feuer stehen können, hat jetzt den Vorteil natürlich, es ist für mich besser für meine dauerhafte Expansion und für meine Vermögensbilanz, wenn ich halt nur für eine Immobilie, die ich irgendwo in meinem Anlageuniversum habe, wenn ich nur für 400.000 persönlich hafte, als für 1 Million, weil dann habe ich im Prinzip 600.000 mehr freies Obligo, die ich für andere Sachen einsetzen kann. Deswegen ist, dass man nur für den Blankoanteil eine persönliche Bürgschaft unterschreibt, ist das so ein
gewisses Tool zur Haftungsbegrenzung und auch um mich weiter finanzierbar zu halten. Ich persönlich rate davon ab, es so zu machen, weil immer bei einem, wenn jetzt ein Kreditnehmer zu einem Banker kommt und dem irgendwie erklärt, er will nicht haften oder nicht für alles haften und will privat eigentlich nicht so richtig mit der Sache zu tun haben, dann entsteht bei Bankern irgendwie immer die Idee, naja, warum soll ich beziehungsweise mein Arbeitgeber hier ins Feuer gehen und aber der Kreditnehmer sitzt so richtig nicht mit im Boot. Das ist dann manchmal so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ab einer gewissen Größenordnung ist es auch egal. Also, dass jetzt, wenn für einen 50 Millionen Kredit, ob da jetzt jemand noch privat für bürgt oder nicht, das ist, dann kann man auch über die Sinnhaftigkeit streiten. Aber irgendwo haben Banken halt immer das Interesse, dass die handelnden Personen, und es stehen ja immer Personen hinter dem jeweiligen Vehikel, dass die vom Risiko her auch mit im Boot sitzen.